Christian, herzlichen Glückwunsch. Europa League, Gruppenphase, können wir einen Haken hintermachen. Hast du durchgeatmet nach dem Schlusspfiff? Ich hatte jetzt, muss ich sagen, ab der 70. schon das Gefühl, dass wir das nach Hause fahren. Deswegen war jetzt die Erleichterung nicht ganz so groß, sondern es war Freude darüber, dass wir das, ich glaube, insgesamt in den 4 Spielen doch recht souverän gemacht haben. Denn die Gruppe ist nicht so leicht, wie der ein oder andere glaubt. Die erste Halbzeit kann man, glaube ich, mit brutaler Effektivität umfassen, oder? Ja, stimmt. Wenig Chancen, 2 Tore, sehr gut. Wir sind im Pokal weiter, wir sind in der Europa League weiter. Also 2 erste Ziele haben wir erreicht und jetzt haben wir einfach das Ziel, das, was wir da am Anfang in der Bundesliga vermasselt haben, jetzt noch ein bisschen zu korrigieren. Umso besser ist es natürlich, wenn man sich dann den absoluten Fokus auf die Bundesliga setzen kann. Aber ich denke trotzdem, es sind nicht mehr so viele Spiele. Jetzt ist noch Bremen, dann ist eine Länderspielpause und dann ist es nochmal kurz und knackig. Es sind noch 2 extra Spiele. Es ist natürlich auch immer eine gute Gelegenheit, dass man dann auch andere Spieler, die vielleicht nicht so viel Spielpraxis haben, dann einfach einsetzen kann, damit sie auch den Anschluss zu den anderen Spielern nicht verlieren.